Heute treffe ich eine Frau, die mit Dessous-Fotos viel Geld verdient. Jetzt ist es dann schon so geworden, dass ich das Dreifache von dem verdiene, was ich als Zahntechnikerin normalerweise verdiene. In Krefeld erfahre ich, warum so viele Leute zurzeit ins Pfandhaus gehen. Ich brauche nicht viel, vielleicht 40 Euro oder so, das wird schon reichen. Und in Wuppertal bin ich bei einem Familienunternehmen, das von Millionären lebt. Der hier kostet schon etwas über 1,5 Millionen Euro. Und nach oben hin keine Grenzen. Noch nie hatten so viele Menschen in Nordrhein-Westfalen einen Nebenjob. Knapp 724.000 Menschen hatten im vergangenen Jahr einen zweiten Job, neben ihrer eigentlichen Arbeit. Das ist neues Rekordhoch. Dabei ist nicht erfasst, ob die Menschen einen Zweitjob machen müssen, weil sie ansonsten gar nicht über die Runden kommen. Oder ob sie sagen, ich hätte gerne einen Zweitjob, weil ich mir mehr erlauben möchte. Fakt ist, das Geld reicht nicht. An welchem Ort ich hier bin, verrate ich nicht, denn Rominas Nebenjob ist nicht alltäglich. Hi. Hallo Romina, darf ich reinkommen? Ja klar, komm rein. Cool. There are two lungs in my chest only. Romina, du hast ja nicht nur einen Job, du hast ja zwei Jobs. Ja, genau. Was ist dein Hauptjob? Ich bin Zahntechnikerin. Und was verdienst du als Zahntechnikerin? Also ich bin jetzt noch nicht so lange ausgelernt, 3 Jahre jetzt, und als Einstiegsgehalt kriegt man dann so zwischen 1.600 und 2.000, ist aber von Labor zu Labor unterschiedlich. Mhm. Wenn du dann alle Fixkosten abrechnest, Miete und Einkaufen, was bleibt dir so im Monat? Ich würde sagen 500 Euro so. Das ist, ich sehe es an deinen Augen, nicht das, mit dem ja, du die großen Sprünge machen kannst. So. Dann kommt ja noch dazu, dass man sich auch was zu essen holt oder sonst was, da bleibt nicht mehr so viel übrig. Schön essen gehen vielleicht auch manchmal. Genau. Und deshalb hast du dir überlegt, ich brauche einen Zweitjob, damit ich mir mehr leisten kann in meiner Freizeit. Und was ist das? Also ich mache Social Media noch nebenbei, hauptsächlich OnlyFans. Also ich stelle dort ästhetische, schöne Bilder und Unterwäsche, Dessous rein. Genau, und die Plattform ist halt so aufgebaut, dass man mich abonnieren kann. Dann zum Beispiel für 11, 12 Dollar, je nachdem, welchen Preis man festlegt. Und dann kann man halt diese Bilder sehen. Also das heißt, die Leute bezahlen Geld dafür, dass sie Fotos von dir in schicker Unterwäsche genau, sehen zum können. Beispiel. Und wie viel Geld kann man mit so einem Zweitjob verdienen, beziehungsweise wie viel verdienst du damit im Monat? Also am Anfang war es so, dass ich 1.000 Euro damit gemacht habe, wo ich mir schon dachte so, wow, okay, das ist natürlich viel Geld, ne? Und jetzt ist es dann schon so geworden, dass ich, sag ich mal, das Dreifache von dem verdiene, was ich als Zahntechnikerin eigentlich normalerweise verdiene. Also es ist schon krass. Down again. Diese 10 Personen repräsentieren die Einwohner von Nordrhein-Westfalen und ihr Gehalt. Was verdienen sie und wer hat, wie Romina, einen Nebenjob? Tatsächlich arbeite ich noch nebenbei in einem Sushi-Restaurant als Lieferant. Das heißt, ich liefere noch Essen aus nebenbei. Ich bin Angestellter im öffentlichen Dienst und verdiene im Monat ca. 2.700 Euro netto. Aktuell habe ich einen Nebenjob, habe auch schon immer einen Nebenjob gehabt. Ich bin Einzelhandelskauffrau und verdiene 2.300 Euro netto. Ich mache einen Nebenjob beim Burger King. Und da bin ich halt auf 538-Euro-Basis angestellt. Ich mache eine Ausbildung als Bäckereifachverkäufer und verdiene im ersten Lehrjahr 700 Euro netto im Monat. Ich habe momentan keinen Nebenjob, bin aber auf der Suche. Ich bin Schauspielerin und verdiene zwischen 1.000 und 2.000 Euro im Monat. Romina ist 22 Jahre alt und macht seit 1,5 Jahren 2 Jobs. Sie ist Zahntechnikerin. Der passende Rock. Und Dessous-Model für zahlende Kunden. Das zum Beispiel ist jetzt einer meiner Lieblingssets. Schön in Rot, yeah. Kommt immer gut an. Romina lädt ihre Fotos auf der Plattform OnlyFans hoch. Mit etwa 187 Millionen Nutzern weltweit. Man kann den Kanal abonnieren, muss aber für jedes Foto extra zahlen. Ja, ich zeig dir das mal. Das Licht spielt eine große Rolle. Und wo machst du die Fotos? Auf dem Teppich, auf dem Bett? Mal so, mal so. Auch mal drüben auf der Couch oder hier einfach dann. Licht steht?
Hast du eine Lieblingspose? Ja, also ich mache diese ganz gerne, so von der Seite über die Schulter. Ja. Das macht immer eine schlanke Figur. Ja, ja, schon verführerisch. Und ja, genau, meistens so. Oder was ich auch manchmal mache, dass ich mir so durch die Haare gehe. Mhm. Das ist auch immer, finde ich, sehr sexy. Sowas zum Beispiel. Ja. Du wolltest unbedingt den Moment einfangen, dass man sieht, die Unterhose wird gerade noch hochgezogen. Ja, das soll das so darstellen. Okay. Blaue Spitze steht dir auch super. Danke. Da ist jetzt aber wirklich auch fast keine Unterhose mehr. Ja, also ist ja schon noch ein normaler String, aber von mir selber möchte ich jetzt nicht zu viel preisgeben, sag ich jetzt mal. Dann sag mal, kann man deine Grenze beschreiben mit Worten? Ja, also komplett nackt mache ich jetzt nicht. Schicke Dessous, tolle Fotos, die rauskommen, das sind die schönen Seiten dieses Zweitjobs. Aber es gibt ja auch negative. Ja, genau. Also wenn dann zum Beispiel jemand direkt da mir seinen Penis schickt, sage ich jetzt mal, ist das nicht so toll. Ja, und ich krieg sowas auch als Fernsehmoderatorin. Du, wie gehst du damit um? Also was macht das mit dir? Also ich krieg da manchmal schon schlechte Laune, aber im Endeffekt denke ich mir dann so, ach, lass den einfach. Genau, also ich gehe dann nicht so drauf ein, blocke dann meistens, wenn mir jemand doof kommt, genau. Zum Beispiel hat mir letzte Woche einer geschrieben, würdest du dich mit mir treffen für 1400 Euro? Und dann denke ich mir, nein, natürlich nicht. Und dann sagt er, okay, für 14.000 Euro. Da will ich auch nein sagen. Nee, bei mir ist da Schluss, also. Also ich habe jetzt eine jüngere Tochter, zwei jüngere Töchter, wenn ich so überlege, die würden das machen, dann würde ich als Mutter auch manchmal schon so überlegen, ah, will ich das? Will ich, dass die mit solchen Männern in Kontakt kommen? Mhm. Möchte ich, dass die solche Nachrichten bekommt? Wie geht deine Mama damit um? Also ich hatte schon Angst, muss ich sagen, als ich das erzählt habe. Aber die meinte, nee, solange du da halt nicht jetzt zu viel zeigst, ist das gut, ja. Sie vertraut dir. Ja, genau. Der Grund, warum sie das alles in Kauf nimmt, ist das Geld. Romina will sich was leisten können. Hier, die wollte ich schon immer haben und konnte mir die dann endlich mal leisten. Dank Zweitjob. Genau, also so hätte ich mir das jetzt nicht holen können. Empfindest du das als ärgerlich, dass der Erstjob gar nicht reicht für ein schönes Leben? Ja, ich finde das schon traurig, weil man investiert ja auch so viel Zeit und dann denkt man sich so, ach, soll ich jetzt wirklich aufstehen und ne, ich krieg mit dem anderen so viel Geld, warum tue ich mir das an? Mhm. Natürlich, also da stellt man sich schon die Frage, ja. Und ich frag mich, wer macht eigentlich noch unsere normalen Jobs, wenn man im Netz so viel mehr verdienen kann? Sich ausziehen, hochladen, Cash. Vor ein paar Jahren wäre so ein Job unvorstellbar gewesen. Aber seit Corona ist das ganze Business richtig groß geworden. Und wer will es Romina verübeln, mit einem Nebenjob so schnell so viel Geld verdienen zu können? Selbstbestimmt nach eigenen Regeln mit ganz klaren Grenzen. Und wie ist das bei den anderen Menschen in NRW? Wofür geben sie ihr Geld aus? Und was ist aus ihrer Sicht teurer geworden? Strom, Gas, Streaming-Dienste, Krankenversicherung, Hundeversicherung, Hundefutter. War mehr, als ich dachte. Wir kaufen jetzt auch nicht immer das, was wir unbedingt essen wollen. Wir gucken halt auch, dass wir halt dann ein Angebot kaufen, ne? Was uns natürlich schmeckt. Aber ne, jetzt wollten wir Gurke, jetzt sind halt Tomaten im Angebot. Die Gurke ist extrem teuer, dann switchen wir halt auf Tomatensalat. Ich bin Erwerbsminderungsrentner auf Zeit und habe ein Nettoeinkommen von 1400 Euro. Tatsächlich mein größtes Luxusgut sind die Lebensmittel. Also da gebe ich das meiste Geld aus. Ich gebe im Monat so circa zwischen 600 und 700 Euro für Lebensmittel aus. Wenn ich jetzt mal mittags was esse zum Beispiel, dann hole ich mir halt manchmal vom Penny so ein 5-Minuten-Terrine und macht mir das warm, damit ich eine Kleinigkeit habe, was ich essen kann. Am Ende des Monats muss jeder für sich schauen, was übrig bleibt. Immer wieder die Frage, wer kann das bezahlen? Aktuell hat die Hälfte der Handwerker ihre Preise angehoben und ein Bereich boomt so richtig.
Bis 2045 sollen alle Gebäude in Deutschland klimaneutral sein. Toller Plan, aber wer bezahlt's und wer macht's? Herzlichen Glückwunsch an alle, die das können, denn die Handwerker, die in dem Bereich arbeiten, sind echte Krisengewinner. Elektro Kai Hofmann. Kai Hofmann, guten Tag. Und Kai Hofmann ist so ein Handwerker. Denn wenn zu Hause die Technik spinnt, rufen wir ihn. Er ist aber auch der Mann, über den sich viele aufregen. Zu teuer, schwer erreichbar, ausgebucht. Die Zurückhaltung ist da, die Unsicherheit ist da. Nur wenn Reparaturen stattfinden müssen, weil irgendwas nicht funktioniert, dann geht's nicht anders. Der Umsatz ist im Elektrohandwerk in den vergangenen 3 Jahren um knapp 4 Milliarden Euro gestiegen. Und Kai profitiert davon. Während Corona haben wir alle weiterhin durchgearbeitet. So, dann kamen auf einmal die gestiegenen Energiepreise. Dementsprechend ist der Bedarf jetzt groß an Photovoltaikanlagen, um die eigene Energieversorgung eben halt sicherzustellen und auch um Kosten zu reduzieren. Aber auch Wärmepumpen werden angeschlossen. Und klar, die Wende, Klimawende mit Elektroautos, die müssen über Wallboxen geladen werden und die muss jemand installieren. Das ist unser Elektrohandwerk. Heute beschäftigt er 15 Mitarbeiter. Sein Lager ist groß und gut gefüllt wie ein Baumarkt. Aber es fing mal anders an. Ich habe 2 Ausbildungsberufe. Ich habe Technikerschule gemacht, ich habe Meisterschule gemacht, noch ein bisschen an der FH studiert und mich 95 dann mit meinem Opel Kadett und mit meiner Bohrmaschine selbstständig gemacht. Dann Erneuerung des defekten Garagentorschließers, Öffners. Das war das, wo der Tasteraufputz war. Der erste Auftrag heute ist für seinen Mitarbeiter Frank. Hey Max. Moin Frank. So. Frank ist Meister und nimmt Azubi Max mit. Was hat sich für Sie in den vergangenen 3 Jahren verändert? Ja, ich kann es verstehen. Also ich meine, wenn eine alte Rentnerin oder ein Rentner oder einer, der weniger hat, uns mal einen ganzen Tag bezahlen muss mit 2 Leuten und der am Ende des Tages da über 1000 Euro auf Rechnung hat. Ja, das muss schon irgendwo herkommen. Ne? Wobei die Beschwerden sich aber auch in Grenzen halten. Sind eigentlich meistens froh, dass wir überhaupt rausfahren und überhaupt da sind. Klar, man merkt schon, dass man dann vielleicht ein bisschen weniger im Trinkgeld bekommt, aber gut, ist ja auch verständlich. Handwerkerstunden sind teuer. Für Elektrotechniker zahlt man durchschnittlich 62 Euro die Stunde. Hier zahlt der Kunde 90. Das wäre dann der Schalter, der nicht funktioniert, der getauscht werden müsste. Okay. Okay, dann machen wir das. Besten Dank erstmal. Sind nicht alle so wortkarg, aber es reden auch nicht immer alle darüber. Weil man muss ja überlegen, da läuft ja eine Zeit ab. Die muss ja im Endeffekt der Kunde bezahlen. Und wenn man natürlich viel sich unterhält, dann müssen die Zeiten ja auch irgendwo bezahlen. Ne? Und mit einer Stunde ist es selten getan. Also wir berechnen unseren Kunden für eine Technikerstunde, also wenn Geselle rauskommt, 75,50 Euro plus 19% Mehrwertsteuer. Das sind dann 90 Euro. Aus Unternehmersicht ist das nicht zu viel. In seiner Kalkulation sind 7% Gewinn eingerechnet. Von unser 7% Wagnis- und Gewinnaufschlag kann das Unternehmen nicht existieren, ganz klar. Wir haben ja auch einen gewissen Materialaufschlag. Als Beispiel, wir kaufen eine Steckdose für 10 Euro ein und verkaufen die für 12 oder 13 Euro. Das ist Gewinn, den die Firma miterwirtschaftet, die ich dringend brauche für Investitionen. This is how we do it. Kai Hofmann kann gelassen in die Zukunft schauen. Elektro-Kai Hofmann. Kai Hofmann, guten Tag. Ja, schaffen wir aber frühestens in 4 Wochen. Ich melde mich noch mal genauer für die Terminabsprache. Danke, tschüss. Funktioniert. Stark. Perfekt. Leisten sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen noch Handwerker? Oder geht der Trend zu Do-it-yourself? Wenn Kleinigkeiten im Haushalt anfallen, mache ich das selber, bevor ich da jemanden für teures Geld kommen lasse. Also ich hätte tatsächlich Sorge vor so Handwerkerrechnungen, weil ich habe ja wirklich echt wenig auf Seite gelegt. Ne? Ich bin Kinderpfleger und verdiene 2,2 netto. Die Handwerkerkosten sind erheblich höher geworden in den letzten 3 bis 5 Jahren. Wir haben akut
bis heute und auch schon morgen wieder Handwerker im Haus. Handwerker sind für mich einfach zu teuer. Ich verstehe es komplett, also es ist absolut berechtigt, aber ich kann es mir nicht leisten. In Krefeld haben die Menschen weniger Geld zur Verfügung als die durchschnittlichen Bürger in Nordrhein-Westfalen. Deshalb ist der Niederrhein meine nächste Station. Seit Jahren sinkt hier das Einkommen der Bevölkerung. In der Rangliste Nordrhein-Westfalens ist Krefeld fast ans Ende der 396 Städte gerutscht. Hier wohnen viele Geringverdiener, Rentner mit wenig Geld, Langzeitarbeitslose und Menschen, die Sozialleistungen empfangen. Die meisten haben hier wenig Geld. Wer hier oder auch da nichts mehr kriegt, der hat große Hoffnungen, vielleicht im Pfandhaus, in Deutschlands ältestem Pfandhaus, noch so eine Art von Mini-Kredit zu kriegen. Was ist der Unterschied zwischen dem Kredit bei der Bank und dem im Pfandhaus? In der Krise müsste das Geschäft jedoch glänzend laufen. Von außen sieht es fast aus wie ein Juwelier. Chefin des Pfandhauses ist Annika Schumachers. Sie hat mich eingeladen, einen Tag bei ihr zu sein. Rein komme ich nur durch eine Schleuse, denn hier lagert vieles von sehr hohem Wert. Beim Gang durchs Lager fällt mir auf, hier wird fast alles beliehen. Von der Modelleisenbahn über Werkzeug bis hin zu Technik aller Art. Das ist alles nach Artikelart quasi sortiert. Ja. Mit Spielen? Mit Spielen, ja. Alles dabei. Kannst du direkt loslegen, wenn die auf der Versteigerung verkauft wird. Annika, wenn ich hier sehe, dass hier Rucksäcke mit Playstations sind, was beleidigt ihr denn nicht? Also grundsätzlich kann man sagen, man beleiht eigentlich alles, was irgendwie einen Wert hat. Ja, es darf natürlich nicht defekt sein, sollte auch sauber gemacht sein. Aber alles, was man irgendwie auf eBay wieder verkauft bekommt oder ähnlichen Plattformen, das können wir schon beleihen. Wer kommt eigentlich zu euch? Was sind das für Leute? Ganz unterschiedlich. Also es kann wirklich der oder diejenige sein, die einfach arbeiten geht, alleinerziehend ist vielleicht. Und ja, dann ist am 20. einfach kein Geld mehr da, weil man einfach nicht richtig über die Runden kommt. Dann haben wir natürlich Leute, die einfach gar nicht mit Geld umgehen können. Also die kaufen sich viel mehr, als sie eigentlich brauchen vor allen Dingen und auch mehr als das, was sie auf dem Konto haben. Ja, oder ganz selten haben wir halt auch Leute, die einfach ganz kurzfristig mal Geldnot haben und das vielleicht nach einem Monat oder zwei wieder erledigt ist. Die sagen, ich brauche genau jetzt 500 Euro. Zum Beispiel, ja. Oder auch mal 20.000 oder auch 100.000. Jedes Jahr zahlen die deutschen Pfandhäuser 630 Millionen Euro an Krediten aus. Tendenz steigend. Ich wollte mal wieder was da lassen. Ja, und zwar, was haben wir Schönes? Ja, mein Honor, mein Tablet. Das Tablet? Ja, war aber auch schon mal hier. Ich lerne Menschen kennen, die hier ihre persönlichen Dinge abgeben. Jörg Tausch kommt regelmäßig hierher. Immer dann, wenn sein Bürgergeld nicht ausreicht. Knapp 28.000 Menschen sind wie er in Krefeld auf Sozialleistungen angewiesen. Darf ich kurz fragen, warum Sie Ihr Tablet hier hinbringen? Das kann ich Ihnen sagen, weil es einfach schwierig ist, mit dem Geld hinzukommen, so okay, über den ganzen Monat. Und das heißt, immer wenn es irgendwie, wenn zu viel Monat übrig ist für das Geld, was dann schon aus ist, ja, dann ist das eine Chance, hier einen kleinen Kredit zu kriegen. Richtig. Wie ist denn das Gefühl, da zu stehen und was zu verleihen, in ein Pfandhaus zu gehen? Normal. Ja? Wenn man Geldnot hat, dann muss man, ne, ist besser wie irgendwie, weiß ich nicht, zu klauen oder irgendwas zu machen. Ne? Und dann bin ich halt, ja, gehst du zum Pfandhaus, wenn du was hast, bringst du es weg. Ja, und dann ist das halt so. Ist ja auch legal, legitim und gut. Wofür brauchen Sie das Geld? Ja, im Großen und Ganzen. Für was zu essen, Katze versorgen, mich versorgen. Ja, ja, ab und zu mal ein Bierchen trinken. Und was wollen Sie dafür haben? Also was brauchen Sie, damit Sie das, damit es sich lohnt? Ich brauche nicht viel. Vielleicht 40 Euro oder so. Das wird schon reichen. Die Zinsen und Gebühren, die fällig werden, sind staatlich festgelegt. Der Kunde zahlt 1% Zins für seinen Pfandkredit pro Monat plus Bearbeitungsgebühr. Bei 40 Euro wären es 2,40 Euro on top. Das heißt, 42,40 Euro müsste er mir überreichen, damit er das Tablet wieder sein eigenes nutzen kann. Also ein Monat 40 Euro leihen, genau, kostet 2,40 Euro. Kann man nichts sagen, ne? Ja, wenn man das hochrechnet, ist das kein günstiger Kredit. Aber es geht unkompliziert, ne? Auf jeden Fall. Ja, genau. Ja, das ist auch, er kommt mit dem Gerät hier rein, er legt es mir vor, ich weiß, wer er ist, ich weiß,
was das für ein Gerät ist. Er kriegt das Geld, geht hier innerhalb von einer Minute auf zwei raus, hat das Geld in der Tasche und kann loslegen, kann sich Lebensmittel kaufen. Jörg Tausch nimmt heute den Höchstbetrag. 50 Euro für sein Tablet. 3 Monate hat er Zeit, das Pfand wieder auszulösen. Aber wie ist es, wenn Menschen mit ihrem Geld einfach nicht auskommen? Was verdient NRW? 49,4% der Menschen verdienen weniger als 2.000 Euro netto. Jeder zweite Arbeitnehmer. Was bleibt am Monatsende? Ich sehe mich auf jeden Fall im unteren Bereich. Auf jeden Fall. Es ist ja schon, also wenn ich jetzt Kassiererin wäre, hätte ich ja schon höheres Nettoeinkommen. Zur freien Verfügung im Monat bleibt mir so um die 150, 200 Euro. Also bleiben mir ungefähr so 300 für Lebensmittel und so übrig. Ich bin Studentin und verdiene 930 Euro. Dann habe ich pro Monat noch so ungefähr 270 Euro übrig. In Krefeld sinkt die Kaufkraft der Einwohner. Immer weniger kommen mit dem klar, das sie monatlich zur Verfügung haben. Annika Schumachers zeigt mir, was mit den Dingen passiert, die keiner mehr auslöst. Sie landen hier im Safe und werden versteigert. Gut fürs Pfandhaus. Das ist auch schon ein krasser Job, ne? Du hast zum Teil mit extremen Schicksalen zu tun. Mhm. Und auf der anderen Seite verdient ihr ja damit auch euer Geld. Wie gehst du damit um? Ja, ich kenne es nur so. Also für mich ist das natürlich was Normales, für viele Kunden aber auch. Also das ist, am Ende ist es ein Job. Wir helfen vielen Menschen kurzfristig aus einer schlechten Situation. Auf der anderen Seite verkaufen wir viele Sachen und helfen damit auch Geld zu sparen. Und es wird halt nicht immer alles neu produziert, sondern wir geben einfach alten Schätzchen nochmal ein neues Leben. Finde ich auch eine ganz schöne Sache. Den größten Umsatz macht das Pfandhaus mit Schmuck. Bevor der in die Versteigerung geht, wird er aufgearbeitet. So kommen die Sachen halt bei uns rein. Ne? Man sieht sofort, es ist halt dreckig. Und ja, war lange in der Schublade. Ja, genau, ziemlich unpoliert. Und an der Poliermaschine darfst du den jetzt einmal aufhübschen. Ich machte die einmal an und ein bisschen Polierpaste dran. Und? Und mit beiden Händen am besten. Ja, mit beiden Händen. Genau, guck mal, aber das ist ja krass. Da gehen wir einmal ran und schon. Ja. Genau, also du siehst sofort einen Unterschied. Chefin, ist das schön genug? Lass mal gucken. Das fürs erste Mal sieht das schon sehr gut aus. Ist das ein Job, von dem du sagst, der ist ein Zukunftsjob, weil es geht so vielen Leuten kurzfristig nicht so gut, dass sie euch brauchen, so als Überbrücker? Also am Ende ist es ein Tauschgeschäft und das ist das zweitälteste Gewerbe der Welt. Das erste kann man sich denken, was es ist. Nach der Prostitution? Ganz genau. Getauscht wird irgendwie immer, ob es damals irgendwie, was weiß ich, ein Apfel gegen eine Birne war oder so. Ja? Und das ist bei uns nicht anders und Geld wird immer irgendwie benötigt und deswegen wird der Pfandler ja wahrscheinlich immer irgendwie sein Gewerbe weiter betreiben können. Wie viel sie am Ende verdienen, ob das steigen wird, ob das gleich bleibt, das weiß kein Mensch. Aber am Ende kann man immer davon leben. 90% aller verpfändeten Gegenstände werden von ihren Besitzern wieder ausgelöst. Die nächste Kundin hat die Musikbox ihrer Kinder ins Pfandhaus gegeben. Heute holt sie sie wieder ab. Die Musik-Hörspielbox für die Kinder verleihen zu müssen, die zu Geld machen zu müssen. Wie ist das für Sie? Am Anfang unangenehm, aber ja, irgendwie muss man ja über die Runden kommen, ne? Und ständig irgendjemanden aus der Familie fragen, ist auch unangenehm, ne? Wie viele Kinder haben Sie? Ich krieg gerade mein 4. Okay, und da muss man viel Essen kaufen? Ja, und auch viel Pampers und die sind ja noch klein. Und die freut sich jetzt, dass die Toni-Box wiederkommen kann. Ja. Für die 20 Euro, die Sie da gekriegt haben, was haben Sie dafür gekauft? Ich war dafür einkaufen für 2 Tage. Wie häufig sind Sie hier und nutzen die Möglichkeit? Ein paar Mal im Monat. Ein paar Mal im Monat? 3-4 Mal. Also ich hole das eigentlich alles immer wieder raus und bringe das aber auch eigentlich alles immer wieder in gewissen Abständen. Wie oft war die Toni-Box jetzt schon hier? Da sind doch schon welche weggegangen. Ich habe auch schon wieder neue gekauft. Aber das heißt, dann haben Sie es mal nicht geschafft, die Toni-Box wiederzukriegen? Elisas Kinder bekommen ihre Musikbox zurück. Aber das Problem der Dreifachmutter bleibt.
Deshalb ist sie so oft hier. Jedes vierte Kind lebt in Krefeld in Armut. €8,30. Dankeschön. Danke auch. Kriegen wir das da durch, ja, ne? Zettel ab. Ich hoffe, dass die bei den Kindern bleiben darf. Dankeschön. Und nicht mehr verliehen werden muss. Ja. Oder immer wieder zurückkommen darf. Du erlebst hier jeden Tag so ganz unterschiedliche Leute, ganz krasse Geschichten zum Teil. Hast du hier auch schon Tränen erlebt? Ja. Warum? Ja. Weil die Sachen sehr, sehr wichtig sind und man einfach das Geld nicht auftreiben kann. Es ist so, als würdest du einem guten Kollegen Geld schulden. Es ist natürlich eine finanzielle Belastung, die auf die Psyche umschlägt. Und ja, das rollen hin und wieder mal die Tränchen, klar. Häufig geht es im Pfandgewerbe um kleine Kredite. Eine Finanzspritze ohne Gehaltsnachweis und ohne Schufa-Auskunft. Ab und zu landen aber auch wertvolle Schätze im Pfandhaus. Schmuck im Wert von Tausenden Euro. Dann verdient auch der Pfandleiher gut. Seid ihr sowas wie die Gewinner der Krise? Ich würde das nicht als Gewinner der Krise bezeichnen. Man muss sich das so vorstellen, hat man viel Geld zur Verfügung, weil man gerade einen tollen Job hat, weil das Leben vielleicht nicht so viel kostet, dann hat man einfach mehr zur Verfügung und gibt auch mehr aus. Das heißt, am Ende merkt man, ich habe vielleicht doch ein bisschen zu viel ausgegeben und dann komme ich sehr schnell ins Pfandhaus. Von daher sind wir ja immer so ein bisschen zeitversetzt mit den guten und schlechten Zeiten, die halt das Leben so bietet. Das war echt eine interessante Erfahrung. Leute, die glücklich rausgehen, obwohl sie da gerade was verpfändet haben, aber sie haben 50 Euro bar auf die Hand gekriegt. Für viele der einzige Ausweg, um irgendwie am Ende des Monats noch an Geld zu kommen. Überall sonst kriegen sie keinen Kredit. Und dann ist ihnen auch egal, ob der Zinssatz an sich doch nicht so günstig ist, wie er scheint. Keine Geldsorgen. Das wünschen sich die meisten Menschen in NRW. Aber wie hoch müsste dafür das Gehalt sein? Wenn ich träumen darf und zwischendurch tue ich das, dann wäre ein Einkommen von 2,5 netto schon cool, definitiv. Ich bin mit meiner finanziellen Situation augenblicklich zufrieden oder auch sehr zufrieden. Uns fehlt es an nichts. Ich bin Rentner und verfüge über 3.400 Euro pro Monat. Es ist nicht meine Ambition, total reich zu werden, aber dass ich vielleicht auch mal spontan dann sagen kann, komm, wir gehen heute Abend essen oder komm, wir gehen auf das Konzert. Ich bin Filialleiter im Lebensmitteleinzelhandel und verdiene 4.250 Euro netto. Nur 9,9% der Menschen in Nordrhein-Westfalen verdienen mehr als 4.000 Euro netto im Monat, so wie Manuel. Also ich weiß, dass ich sehr, sehr gut verdiene. Es fühlt sich aber manchmal gar nicht so an, aber das hat gar nichts mit dem Arbeitgeber zu tun, sondern einfach an die Kosten, die dann halt nebenbei noch fällig werden. Ne? Betreuungskosten für die Kinder oder halt andere Aktivitäten, die halt immer teurer werden und demnach auch immer schwieriger finanzierbar sind. Kinderbetreuung. Ein Thema, das mir an allen Ecken begegnet. 78% der Kitas in NRW haben Geldsorgen. Landesweit fehlen 10.000 Erzieherinnen und Erzieher. Diese Kinder in Köln haben keine Ahnung davon, dass es finanziell in ihrer Kita nicht gut aussieht. Wie macht der Frosch? Was ist das? Der Vogel? Das ist ein Delfin. Silke Plümers ist die Leiterin dieser privaten Kita in Köln. Für 12 Kinder ist die Nikita das zweite Zuhause, während ihre Eltern arbeiten. Die Kita ist einfach ein Herzensprojekt von mir. Das ist mein Baby, was ich hier gegründet habe. Ich sage immer, das ist noch mein zusätzliches Kind, was ich habe. Und das ist mir schon wichtig, dass es weiterhin besteht. Vor 10 Jahren hat sie sich mit der Einrichtung selbstständig gemacht. Anfangs lief es gut. Aber seit einiger Zeit fehlt ihr jeden Monat immer mehr Geld.
Zu Beginn der Kita-Phase war das so, dass wir Elternbeiträge einnehmen durften zusätzlich. Und damit konnten wir immer die eh schon vorhandene Lücke eben stopfen und kamen auf eine 100% Finanzierung. Seit ein paar Jahren ist das aber verboten, was ich auch generell gut finde für die Chancengleichheit. Aber diese Lücke bekommen wir von niemandem. Im Gegensatz zu städtischen Kitas werden freie Träger nicht zu 100% vom Land finanziert. Sie müssen einen Eigenanteil von gut 7% aufbringen. Im Fall der Nikita sind das rund 25.000 Euro im Jahr. Andreas Schenkel will den Platz für seinen 2-jährigen Sohn behalten. Es gab einen Spendenmarathon, da waren auch andere Eltern mit beteiligt, der wurde organisiert. Da kamen noch mal 1.000 Euro Spenden zusammen für die Kita. Das habe ich gerne unterstützt, ja, und noch mal extra gespendet und so weiter und so fort, damit unser Kleiner vor allen Dingen weiter eine gute Betreuung hat. Ja. Die Eltern legen sich hier richtig ins Zeug, damit die Kita nicht schließen muss. Aber das kostet Geld. Unser monatlicher Beitrag ist ungefähr 640 Euro. Und dann kommen noch mal Spenden dazu. Also wir überweisen 125 Euro monatlich Spende und noch mal 100 Euro Essensgeld. Also insgesamt kommt man dann so auf 860, 870 Euro, was viel Geld ist. Und vielleicht wird's noch teurer. Der größte Posten für die Kita sind die deutlich gestiegenen Tarife für Erzieherinnen. Doch das Geld dafür bekommt sie durch die jetzigen Beiträge der Eltern nicht finanziert. Ich finde das total schwer zu sagen, wie lange wir das noch überstehen werden. Also wenn ich jetzt im Umfeld gucke, sehe ich, dass viele Kitas wirklich die Gehälter schon nicht mehr zahlen können, dass sie jeden Monat aufs Neue zusätzlich Geld von der Bank benötigen. An dem Punkt sind wir gerade noch nicht. Aber ich denke, realistisch ist es, dass wir in 2 Jahren auch gar kein Geld mehr haben dafür. Blub. 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 Dabei sind die privaten Kitas gerade in Köln nicht wegzudenken. Für die Eltern, die froh sind, dass sie überhaupt einen Platz bekommen haben. Reicht das Geld bei den Menschen aus Nordrhein-Westfalen? Wie schätzen Sie sich ein? Arm oder reich? Meine finanzielle Situation ist sehr instabil. Also ich habe keine Rücklagen, sparen ist schwierig. Es kommt jetzt nicht so viel rein, aber ich gebe da auch jetzt nicht so viel aus. Bin da schon sparsam mit meinem Geld und deshalb bin ich schon sehr zufrieden. Ich bin Bürokauffrau in Teilzeit und verdiene 1.050 netto. Ich sehe mich im Mittelfeld aufgrund der finanziellen Größenordnung, ohne großartige Sprünge zu machen. Ist noch Luft nach oben, so richtig viel mehr irgendwie über Einkaufen und Lebensmittel haben, ist meistens nicht so drin. Ich habe ein Zuhause, ich habe einen PC, ich habe ein Roller, also ich habe eigentlich das alles, was man fürs tagtägliche Leben braucht. Also ich bin nicht arm, ich bin nicht reich. Reich definiere ich in irgendeiner Form mit, ich kann jetzt jede Woche gefühlt in den Urlaub fliegen oder jeden Monat in den Urlaub fliegen und kann x-beliebig viel mir zulegen und das kann ich halt nicht. Also ich würde mich nicht als reich bezeichnen, auch jetzt nicht als arm. Ich glaube eher so als Gutverdiener, der sich jetzt nicht jeden Tag Sorgen machen muss, irgendetwas nicht bezahlen zu können, aber als reich definitiv nicht. Aber wer ist reich? Wie viele Menschen sind bei uns eigentlich reich? Es gibt da Zahlen zu. In Nordrhein-Westfalen haben wir 5.959 Einkommensmillionäre. Das sind Menschen, die jedes Jahr 1 Million Euro versteuern. Sie glauben, das werden jetzt weniger? Nein. Letztes Jahr sind noch mal 120 dazugekommen. Ich bin in Wuppertal. Und zwar an einem Ort, an dem Millionäre ihr Geld ausgeben. Haben wir alles drauf? Ich glaube, wir müssen zurück, 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 zurück. 11,40 Meter lang, 3,85 hoch und 2,50 breit. Millionenschweres Luxuscamping. Das ist das Kerngeschäft dieser Manufaktur für Luxuswohnmobile. Die einzigen in NRW. Wer hier kauft, muss tief ins Portemonnaie greifen. Ich frage mich,
Gibt's hier keine Krise? Was kostet so ein Teil? Und wer kann sich im Moment so einen Luxus leisten? Hallo, Frau Volkner, ja, Sie sind die Chefin hier, ja, ne? Genau. Was ist das denn für ein Teil? Das ist ja der Wahnsinn. Ja, ist so ein Reisemobil von uns. Aber kein normales Wohnmobil. Ah, schon ein bisschen spezieller, ein bisschen mehr Luxus, ein bisschen mehr Komfort. So als das, was man von der Stange kaufen kann. Aber nichts von den Sachen, die in NRW auf den Straßen rumfahren, ne? Ah, doch. Selbst sogar Kunden aus NRW fahren in NRW. Zeigen Sie mir das mal, das sah ja von außen schon so imposant aus. Ich muss sehen, was ich hier drin versteckt. Ja, bitte, nach Ihnen. 35 Quadratmeter, purer Luxus mit vielen versteckten Extras. Und was ist das hier? Eine Marmorplatte? Hier geht ja alles rauf und runter auf Knopfdruck. Rauf und runter, genau. Und hier wird gekuschelt. Jawohl. Wie viel ist das? 1,80 mal 2 Meter haben wir jetzt. Sie sehen mich sprachlos. Ja, aber das Beste kommt ja noch. Gehen wir mal gucken. Also ich finde das bisher ja schon total verrückt, was da noch kommen kann. Bin gespannt. Da ist noch ein eigenes Auto drin. Voilà, die patentierte Mittelgarage. Aushängeschild der Manufaktur. Maximale Flexibilität im Luxusurlaub. Jetzt müssen wir uns die Preisfrage beantworten. Was kostet dieser pure Luxus, den Sie uns gezeigt haben? Ja. Also irgendwo fängt man ja mal an. Wir fangen an bei dieser patentierten Mittelgarage-Fahrzeuge bei 984.000 Euro. Also fast 1 Million legt man Ihnen auf den Tisch. Genau. Der hier kostet schon etwas über 1,5 Millionen Euro. Und nach oben hin keine Grenzen. 1,5 Millionen Euro für ein Wohnmobil. Das kann sich kein Durchschnittsverdiener je in seinem Leben erarbeiten. Viele Menschen drehen jeden Cent um in dieser Zeit und sagen, oh, wer soll das bezahlen? Alles viel zu teuer. Ja. In dieser Branche, merken Sie, dass eigentlich Krisenzeiten sind? Wir haben Corona nicht gemerkt. Wir merken nicht, dass der Boom da war. Auch das haben wir nicht gemerkt. Aber wir merken jetzt auch nicht, dass es zurückgeht. Also irgendwie ist bei uns immer alles gleichbleibend. Aber gleichbleibend gut, wenn Leute kommen durchaus, und sagen, ich habe absolut. Das Geld, um mir sowas anfertigen zu lassen. Genau, absolut. Das heißt, diese Klientel ist von der Krise völlig aber das ist unbedarft. Ja das, was immer so ist, die, die Geld haben, die verlieren es ja nicht. Das wird ja bei den meisten nicht weniger. Wenn Sie nicht in dem Segment arbeiten würden, nicht bei den super, super, super Reichen, denen alles egal ist. Genau. Dann wären wir schlimm dran, weil was wir vorher gemacht haben, nämlich Anhängerbau, da könnten wir gar nicht mehr mit überleben. Genauso ging es 12.000 Unternehmen, die in den vergangenen 3 Jahren in NRW Insolvenz anmelden mussten. Gleichzeitig läuft das Geschäft mit dem Luxus gut. Genaue Zahlen will mir Stefanie Volkner nicht nennen. Jedes Wohnmobil ist eine Sonderanfertigung mit besonderen Materialien. Sohn Max will den Betrieb mal übernehmen und hat hier seine Ausbildung gemacht. Was war das abgefahrenste Holz, mit dem ihr gearbeitet habt? Eigentlich das Markasse-Holz. Ebenholz aus Indonesien. Das sind erlesene Restbestände. Heute darf damit gar nicht mehr gehandelt werden. Ja, das ist ja wirklich Luxus pur, ne? Aber so fängt das an. Ah. Aus diesem Material. Die Rinde. Genau. Genau, ja. Das ist das, genau. Ja. Kommt am Ende das hier bei rum. Wenn man das Bauteil hat, fängt man an, das zu schleifen. Ja. Dann lackiert man das. Dann schleift man es wieder. Dann lackiert man das. Und das muss man mindestens 12 Mal wiederholen. Wahnsinn. Ja. Für euch sind die Kosten ja massiv gestiegen. Wie geht ihr damit um? Könnt ihr das so weitergeben an die Kunden? Ja, wir müssen das tatsächlich weitergeben. Klar, die ganzen Materialkosten sind gestiegen, die Lohnkosten sind vor allem auch gestiegen. Wir haben das Glück, wir können es weitergeben, weil wir immer noch ein Manufakturprodukt bauen und die Kunden wollen einfach, dass das so gefertigt ist. Echte Handwerkerkunst. Wer kann das bezahlen? Ein paar Millionäre reichen aus, um hier 30 Menschen in Lohn und Brot zu halten. Osman ist einer von ihnen.
Sie machen die Klimaanlagen hier. Ich mach die Klimaanlagen. Was für Zuschnitt mache ich? Okay, den komplett Zuschnitt. Okay. Wie lange arbeiten Sie schon hier? 33 Jahre arbeite ich hier. Und als was haben Sie angefangen? Als Schlosser habe ich angefangen, aber in diesem Beruf habe ich alles gelernt. Im Wohnmobil ist alles drin. Heizung, Bodenheizung, Wasserinstallation. Und wie ist das selber? Wann merken Sie persönlich die schwierigen Zeiten? Schwierige Zeiten haben wir nie gehabt. Wir haben immer Arbeit da gehabt. Deswegen bin ich sehr zufrieden. Okay. Hätten Sie auch mal Lust, mit so einem Wohnmobil in Urlaub zu fahren? Ja, klar. Wenn man selbst baut, muss man auch damit fahren können. Ja, ne? Das wäre toll, ne? Das wäre toll, ja. Stefanie Volkner ist seit 26 Jahren die Chefin hier. Sorgen muss sie sich nicht machen. Was ist an der Krise das, was Sie am meisten bewegt? Man braucht nur rausgehen, vor die Türe einkaufen gehen. Da sieht man ja, was los ist. Rentner, die ihren Lebensunterhalt nicht mehr richtig bezahlen können, die nur noch drei Sachen da in ihrem Körbchen haben, wo man denkt, passt ja irgendwie nicht. Und wie kriegen Sie das im Kopf zusammen? Wie funktioniert das? Auf der einen Seite die Rentner, die knapp bei Kasse sind, mit Pfandflaschen versuchen, ihre Rente aufzubessern. Auf der anderen Seite Leute, die gleich alt sind und bei ihnen vor der Tür stehen, sagen, ich habe meine Firma verkauft, ich habe 2,5 Millionen übrig, ich bestelle was bei ihnen. Das ist ja ständig der Spagat. Ständig haben wir ja den Spagat. Wir unterhalten uns mit Kunden über die teuersten Dinge, die es überhaupt gibt, gehen nach Hause und können uns das ja auch nicht leisten. Aber wir haben dadurch natürlich die Möglichkeit, dass zum Beispiel wir mit unseren Mitarbeitern davon leben und eben ganz gut zurechtkommen. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute. Wer kann das schon bezahlen? Für die allermeisten ist sowas unerreichbar. Luxuswohnmobile. Für 2 Millionen Euro. Man könnte denken, was kann man mit dem Geld alles machen? Auf der anderen Seite werden damit Jobs finanziert. Menschen machen hier eine Arbeit, die sie glücklich macht und von der sie leben können. Und was sagen die Menschen in NRW? Neidisch auf die, die reich sind? Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich neidisch bin auf die Menschen, die halt mehr Geld haben. Die müssen wahrscheinlich auch ein bisschen mehr, also definitiv mehr arbeiten dafür. Letztendlich, Geld macht alleine auch nicht glücklich. Ich glaube, so ab 10.000 Euro netto oder sagen wir ab 15.000 Euro netto im Monat könnte ich, glaube ich, ein ganz entspanntes und sorgenfreies Leben führen. Natürlich Open-End, aber so ab 15.000 Euro im Monat, das wäre schon schön, ja. Also wenn ich jetzt ein Gehalt von 5.000 Euro netto hätte, wäre das schon ein Vorteil. Also was heißt Vorteil? Es wäre natürlich was Schönes, aber ich wüsste nicht, was ich mit dem ganzen Geld dann machen würde. Ich bin vielleicht finanziell nicht reich, aber ansonsten kann ich ja auch anders reich sein. Als nächstes reise ich nach Münster und arbeite bei einem Verein, der armen Rentnern hilft. Die hungern lieber 3 Tage im Monat, als dass sie vielleicht sogar ihr Haustier irgendwie nicht versorgen können oder so. Ins Restaurant gehen kostet immer mehr Geld. Die Brühe heißt für den Kartoffelsalat. Was kostet ein Schnitzel? Also wir haben von 27,50 auf 29,50 erhöht. Das sind ungefähr 6%. Wer kann das bezahlen?